Kennst du die Situation, dass schon mal jemand auf dich zugekommen ist und gesagt hat, hey, hey, mach mal ein bisschen locker. Es ist wieder an der Zeit, die Kirche im Dorf zu lassen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo dieser Spruch herkommt, aber eine Sache weiß ich, Jesus hat das niemals gesagt, lass die Kirche im Dorf. Sondern tatsächlich genau das Gegenteil. Jesus hat gesagt, Leute, wenn ihr mir nachfolgen wollt, ihr habt eine Aufgabe, nämlich lasst die Kirche nicht im Dorf. Und das gilt für uns Christen. Oder um es in den Worten der Bibel auszudrücken, in dem großen Missionsauftrag in Matthäus 28 sagt Jesus, geht hinaus und zwar in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft euch sicher sein, ich bin bei euch bis an das Ende der Welt. Als Christen ist es unsere Aufgabe, da wo wir sind, dafür zu sorgen, dass man Gottes Liebe durch unser Leben ganz praktisch anschauen kann. Durch unser Verhalten, so wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und deswegen möchte ich dir heute eine ganz mutige Frage stellen, nämlich, bist du noch ein Christ, der seine Kirche im Dorf lässt? Oder bist du schon ein Christ, der die Kirche von Jesus nicht mehr im Dorf lässt? Und da wo du bist, in deiner Familie, in der Schule, in der Uni, in deiner Nachbarschaft, im Fußballverein, wo auch immer, dafür sorgst, dass man Gottes Liebe anschauen kann. In dem Ganzen gibt es für dich und mich noch eine Sache zu tun, nämlich stay on fire!